Ja, herzlich willkommen und es freut uns, dass du es zu diesem Video geschafft hast. Und hoffentlich hast du dich, im Gegensatz zu unserem letzten Mal, wo wir über WhatsApp-Sprüche ein Video gemacht haben, dich weiterentwickelt und postest nicht diese Statusmeldung, die wir Also wir haben da noch keine Entwicklung entdeckt. Es gibt immer noch Leute, die schreiben sehr merkwürdige Sachen in ihren WhatsApp-Status und hier seht ihr mal ein paar davon. Leider. Oh, Daniel und Olli, Duo TV. Lebe jeden Tag, als ob er dein erster und letzter wäre. Okay, denken wir nochmal über diesen Spruch nach. Was macht ein Mensch so normalerweise an seinem ersten und letzten Tag? Also an seinem ersten Tag ist man Säugling und kackt und pisst wortwörtlich Leute an. An seinem letzten Tag ist man irgendwie so ein alter Knacker und kackt und pisst im übertragenen Sinne Leute an, weil jeder von einem genervt ist und man von allen genervt ist. Also ich will weder das eine noch das andere jeden Tag machen. Es ist hart, ein Diamant zu sein in einer Welt voller Klosteine. Ja, das Leben von dir muss wirklich hart sein, weil man kann dich ja nur angucken und Klosteine kann man mindestens zu irgendwas wirklich gebrauchen. Na gut, mit Diamanten kann man schleifen, aber was hilft das dem normalen Menschen auf der Straße? Also mir nicht. Also ich bin auch sehr glücklich ohne Diamanten zu Hause, aber ohne Klosteine wird's irgendwie auch in der ganzen Welt anfangen zu stinken. Jetzt habe ich den Post erst verstanden. Da steht eigentlich übersetzt: Ich stinke. Ah, dass mir das nicht vorher aufgefallen ist. 6 Jahre lang habe ich keinen Alkohol getrunken, nicht geraucht und keinen Sex gehabt. Und dann kam ich in die Schule. Herzlichen Glückwunsch, du hast dein Leben unter Kontrolle. Also ich weiß nicht, was bei dir so in der Grundschule abging, aber ich habe da fleißig Pokémon-Karten getauscht und Fußball gespielt. Aber ja, das ist ja mega uncool, das haben ja nur die Nerds gemacht. Aber okay, ich war natürlich auch immer bei den uncoolen Leuten. Ich weiß ja nicht, was ihr coolen Leute so gemacht habt. Ja, das wird das Problem dann. Ich verstehe dich gar nicht. Ich würde so gerne in der Zeit zurückreisen und nochmal bei den coolen Leuten in der Grundschule sein und direkt schon seit der ersten Klasse rauchen und Sex haben und Alkohol trinken. Der wahre Charakter eines Menschen zeigt sich nicht in der ersten Begegnung, sondern in der letzten. Gut, hier wurde wohl jemand von jemand anderen enttäuscht. Dagegen ist nichts einzuwenden, das kann wirklich scheiße sein. Da man aber das Bedürfnis hat, diesen Status direkt mit allen zu teilen, sodass das jeder weiß, würde ich mir vielleicht Gedanken machen, ob man vielleicht nicht selber der Grund für das Auseinanderleben da von diesen zwei Personen sein könnte. Also von dir und dem anderen. Denn es muss ja schon viele Begegnungen von euch gegeben haben, sonst wäre dir so eine Statusmeldung nicht wichtig und du würdest nicht schreiben über irgendeinen Menschen, den du vielleicht ein oder zwei oder dreimal gesehen hast. Setz dich vielleicht also nochmal mit diesen Menschen hin und klär diese Differenzen. Gott, jetzt haben wir hier irgendeinen Psychologiekurs. Egal, pädagogisch wertvoll. Ratschläge sind auch nur Schläge. Okay, also du musst entweder ein sehr dummer, sehr trauriger oder sehr gestörter Mensch sein. Wenn du Ratschläge als Schläge bezeichnest, dann interpretierst du da eindeutig irgendwas falsch. Ratschläge sollen nämlich hilfreich sein und dir nicht wehtun. Okay, was ich verstehen kann, ist, wenn man Ratschläge auch mal nervig findet, weil sie irgendwie unnötig sind und übertrieben oder so. Also guck vielleicht nochmal genau nach, was Ratschläge sind, weil ich glaube, du hast da was falsch verstanden. Aber okay, du hast ein Wortspiel gemacht. Herzlichen Glückwunsch. Wieso sollte ich zu Fuß gehen? Ich hab doch 4 gesunde Reifen. Ja, ganz toll. Und ich weiß jetzt auch ganz genau, was demnächst bei dir nicht mehr so gesund sein wird. Dein Penis. Genau. Und dann bringen dir auch 4 gesunde Reifen nichts mehr. Ich meine, ja, ich bin auch gern mal faul und fahre irgendwo mit dem Auto hin. Aber bin ich darauf ehrlich so ganz stolz und teile es der Welt mit? Ist ja schön, dass du ein Auto hast. Dann poste geil, ich hab ein Auto und freue mich über mein geiles Auto. Aber so ein Post, ne? Nee. Aber warte, stolz aufs Auto sein? Ja, es ist bestimmt so, aber hättest du es dir selber erarbeitet, würdest du ja arbeiten und wärst nicht faul. Einen Moment, da muss ich noch kurz nachdenken. Ah, Mama und Papa haben gezahlt oder irgendwie anders. Herzlichen Glückwunsch. Richtig, richtig geil. Du hast dir was richtig Geiles erarbeitet. Nicht. Also ist ja schön, wenn man es geschenkt kriegt, aber ne, sich selber erarbeiten, dann ist man auch nicht faul. Dann freut man sich noch mehr über das Auto. Und jetzt Endcard oder so. Tja, das waren sie, die WhatsApp-Sprüche. Kennt ihr auch so behinderte Sprüche bei WhatsApp? Und falls ihr das erste Video verpasst habt mit noch mehr Sprüchen, findet ihr es hier, wo meine Nase lang geht. Und hier findet ihr noch ein lustiges Video. What's crap? Oh, das hat voll mit dem Thema zu tun und man kann uns abonnieren und Daumen hoch geben und oh Gott. Sehr geil. Ja, macht's.
Viel Spaß. Schreiben. Tschüss. Hashtag. Magst du den da hinstellen? Ist das hier Anbauer? Walla, Junge, hab ich angemacht. Ach, ich komm bestimmt drüber wie ein Mega-Arschloch. Du bist ein Mega-Arschloch. Du bist ein Penner.